Okay, weiter geht's. Jamon schlägt die Augen nieder. Er schafft es nicht mehr, Matthews Gesicht zu sehen. Letzterer erwartet zitternd das Urteil des Gardenoberhaupts. Ich danke dir für deine Offenheit, Matthew. Erlaube mir, dass ich nun meinerseits völlig ehrlich bin. Ich vertraue dir und ich glaube daran, dass du die Seite gewechselt hast. Und zwar nicht erst jetzt, nachdem Simona deine Lüge aufgedeckt hat, sondern bereits kurze Zeit nach deiner Ankunft bei uns. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass deine Loyalität tatsächlich der Garde gebührt und mir. Oh! Vor Erleichterung entwischt Matthew ein leises Seufzen. Dabei wird sie es doch nicht etwas belassen. Ich glaube dir, geh, du bist frei. Ich weiß ja, dass Hohenhoher Vergebung groß schreibt, aber es gibt doch trotzdem Grenzen. Nicht, dass ich unbedingt auf Vergeltung aus bin, aber in diesem Fall scheint mir ein enttäuschter Blick kaum eine ausreichende Bestrafung zu sein. Er hat ja nichts gemacht. Seine Aufgabe war ja nicht, Eldaria in Brand zu setzen, sondern einfach dich zu deinem Vater zu bringen. Und das hat er auch nicht gemacht. Also, indirekt hat er es jetzt zugelassen, dass wir auf die Erde gehen und so. No matter. Ihr wisst, was ich meine, oder? Und hat sie überhaupt das Recht, das alleine zu entscheiden? Allerdings sind deine Taten ein schweres Vergehen, das ist dir bewusst. Anna, also, ich dachte schon, er würde ungeschoren davonkommen. Du hast die Garde in Bezug auf deine Identität und deine Absichten angelogen. Du hast deine Begleiter in Gefahr gebracht, indem du ihnen essentielle Informationen vorenthalten hast. Es ist nicht meine Art, um der Strafe willen zu bestrafen, das weißt du. Doch diesmal liegt die Entscheidung nicht allein bei mir. Was du mir eben enthüllt hast, ist zu schwerwiegend, um vertraulich behandelt zu werden. Es steht mir nicht zu, es vor dem Rat geheim zu halten. Du wirst vor uns erscheinen und deine Geschichte noch einmal wiederholen. Oh, ich warte von der Braut. Dann werden wir uns beraten und gemeinsam eine angemessene Vorhergehensweise wählen. Dabei erhältst du natürlich Gelegenheit, dem Rat Rede und Antwort zu stehen und dich zur Verteidigung, wenn du den Eindruck hast, ungerecht beurteilt zu werden. Matthew nickt zustimmend. Ich werde alles daran setzen, die Mitglieder so schnell wie möglich zu versammeln. Aber bis dahin erfordert das Protokoll leider, dass du eingesperrt wirst. Och, aber ist doch nicht gefährlich, er hat nicht mal versucht zu fliehen. Ich muss mir den Ganzen verkneifen. Endlich ein wenig Gerechtigkeit. Ich finde, sie ist etwas dramatisch. Darf ich das sagen? Ich verstehe, wie Huang Hua vorgeht, aber ich finde unsere Su, also ich finde, dass sie dramatisch ist. Bin das nur ich? Ich verstehe, dass Huang Hua sagt, es ist schwerwiegend. Du hast uns belogen, warum du überhaupt hier bist. Du hast uns über deine Identität auch belogen, halt, dass du Teil von denen warst. Aber er hat nichts Schlimmes gemacht. Normalerweise hätte ja das, wenn er weiter dort sein wollen würde, hätte er ja sofort versucht, uns zu unserem Vater zu bringen. Und das hat er nicht, weil er sich der Garde verpflichtet fühlt und nicht mehr dem Orden, nachdem er herausgefunden hat, dass der Orden scheiße ist. Ich bleibe still. Eigentlich logisch, dass man ihn nicht einfach umherspazieren lässt. Ich finde es dramatisch. Ich meine, er kommt ja und momentan kommt er nicht zurück auf die Erde. Also könnte er ihn generell nicht machen. Nein, ich mag das nicht, diese beiden, nein. Er ist doch nicht gefährlich. Er hat ja nichts gemacht. Er hat nicht mal versucht zu fliehen. Ich habe keine andere Wahl. Ich kann dich nicht einfach im Hekyo herumlaufen lassen, Matthew. Bevor der Rat getagt hat, möchte ich dich lieber von den übrigen Wächterinnen und Wächtern fernhalten. Somit vermeiden wir, dass du Ratsmitglieder über den Weg läufst und sie anlügen musst. Oder ihnen die Wahrheit gestehst und sie mich daraufhin zur Rede stellen. So leid es mir tut, ich muss das Protokoll respektieren. Meine Entscheidung ist endgültig. Ich verstehe. Damit hatte ich schon gerechnet, nur weißt du vielleicht wie, naja, wie lange es ungefähr dauern wird. Der Kerker des Accused wahrlich kein einladender Ort. Ich hoffe, dass du nur eine einzige Nacht dort verbringen musst. Das hoffe ich auch von ganzem Herzen. Es wird sicher keine angenehme Nacht werden. In Ordnung, dann vielen Dank, dass du mich angehört hast. Schau, wenn du Matthew nun bitte in den Kerker führen würdest. I feel horrible. Wisst ihr, es ist scheiße, wenn man kackt und es verschleiert. Aber ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll, Leute. So sieht's bei mir aus. Er ist angekommen mit einem Ziel, und zwar uns zu unserem Vater zu bringen. Da wir tot waren, in Anführungsstrichen, weil wir im Kristall waren, ist das fehlgeschlagen und er hat sich entschlossen, sich bei Eldaria
ein neues Leben aufzubauen, weil er ja nicht mehr zurück konnte auf die Erde wegen den Portalen und etc. So, wenn wir ihn nicht angesprochen hätten, dann hätte er es wahrscheinlich nicht gesagt. In den Augen jetzt von der Sucre. Ich persönlich denke, ja, er hat nichts gesagt, aber ich denke wegen den Schuldgefühlen, die er die ganze Zeit hatte, weil er ist ja auch weggerannt, er war ängstlich, jetzt auch warum, weil er gesagt hat, er hätte Angst, dass sie ihn wieder zwingen, für sie zu arbeiten, um seine Arbeit wieder aufzunehmen, um sie zu unserem Vater zu bringen, etc. Aber ich habe das Gefühl, dass seine Schuldgefühle ihn aufgefressen hätten, so sehr, dass er sich irgendwann dann von selbst gestellt hätte. Hätten wir es jetzt herausgefunden oder nicht, ist egal, er hätte es so oder so gemacht. Ich finde halt, ihn in den Kerker zu stecken, finde ich halt scheiße, you know? Also, ja. Das ist jetzt meine Meinung. Der Ogre nickt betrübt, die Neuigkeit scheint ihn tief getroffen zu haben. Matthew, komm mit Jomo, wir versuchen keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Danke, Jomo, ich folge dir bis später morgen, ja. Simona, danke, dass du mir zugehört hast. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Auch mir tut es leid. Ohne Eile geleitet ihn Jamor zur Tür. Sie fällt hinter ihn ins Schloss. Ich drehe mich zu Anhua um. Dein Verdacht war also berechtigt. Dein Glück, dass du da warst. Ohne dich hätten wir ihn niemals enttarnt. Ich weiß nicht. Er meinte, dass es ihm ein Bedürfnis gewesen sei, alles zu gestehen. Ich glaube, er hat sich in einer Lüge verstrickt, die ihm irgendwann über den Kopf gewachsen ist. Auf lange Sicht hätte er zwangsläufig einen Patzer begangen und wäre aufgeflogen. Mag sein, danke jedenfalls, dass du mir davon erzählt hast. Ich bin zutiefst erschüttert, aber ich hatte mich auf etwas derartiges eingestellt. Keine Ahnung, wie mir das überhaupt so lange entgehen konnte. Das merke ich so eigentlich sofort, wenn mich jemand anlügt. Vielleicht hat er dich ja nie oder zumindest fast nie angelogen. Ich weiß zwar nicht, wie genau die Sache mit den Augen funktioniert, aber genau genommen hat er ja nur einen Teil der Wahrheit verschwiegen. In der Anfangszeit habe ich gespürt, dass irgendwas nicht stimmte. Aber das habe ich seiner Überforderung zugeschrieben. Er schien nicht gerne über seine Vergangenheit zu reden. Daraus habe ich geschlossen, dass sie wohl nicht sehr glücklich war. Das gleiche habe ich auch gedacht. So sieht so aus, als hätten wir alle denselben Fehler begangen. Ich habe ihn nicht gedrängt, mir mehr zu verraten. Ich habe ihn nicht auf die Probe gestellt. Das hätte ich vielleicht tun sollen. Aber ich wollte erreichen, dass er sich ja wohlfühlt und ihn nicht vor den Kopf stoßen. Er war von heute auf morgen in einer völlig unbekannten Welt gelandet. Du hast es richtig getan. Dein herzlicher Empfang hat ihn bewogen, sich von den Tempellangen loszusagen. Ihm ist klar geworden, dass Fairies nicht die barbarischen Bestien waren, die man ihm beschrieben hatte. Das hat eine Veränderung in ihm bewirkt. Wenn du ihn wie einen Feind behandelt hättest, wären wir heute vielleicht in einer viel schlimmeren Lage. Womöglich hätte er mich gleich bei meinem Erwachen entführt, um mich zu meinem Vater zurückzubringen. Da hast du sicher recht. Wir haben bestimmt das Richtige getan. Eine Weile schweigen wir beide und hängen unsere Gedanken nach. Bei meinem Eintreten ist mir gar nicht aufgefallen, wie müde Huang Hua aussieht. Mit furchtsamer Miene blickt sie durch das Fenster zum Himmel empor. Die Ereignisse der letzten Tage müssen ihr extrem zugesetzt haben. Matthews Geständnis ist wahrscheinlich nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Unglücklicherweise muss ich ihr auch noch von meiner Vision erzählen. So gern ich diesen Moment auch vor mir herbeigeschehen würde, es ist einfach zu wichtig. Gibt es? Wolltest du mir noch etwas anderes sagen? Sie weiß, dass es so ist. Ihre Frage kommt eine Aufforderung, die ich... Ja, es tut mir leid, aber das kann nicht warten. Während ich darauf gewartet habe, dass die anderen mit Leifen zurückkehren, habe ich versucht zu meditieren. Nach einer Weile kam Ophelia zu mir und hat mir etwas gezeigt. Ich war wie in einer Trance und hatte plötzlich eine Vision. Bist du dir sicher, dass Ophelia das hervorgerufen hat? Ja, ganz sicher. Sie hat es mir gesagt. Sie sagte, sieh, was ich sehe, und hat mir die Hand auf die Stirn gelegt. Sonst hat sie nichts gesagt? Jedes Wort kann von Bedeutung sein. Sie meinte, dass ich in der Geschichte beider Welten eine Rolle zu spielen hätte und dass meine Kräfte stärker werden, sie es mir aber nicht ermöglichen würden. Das Ende des Satzes bleibt mir im Hals stecken. Ich will ihr diese Neuigkeit nicht überbringen, nicht jetzt, dass sie mir nicht ermöglichen würden, das Ende zu verhindern. Sie verzieht kurz das Gesicht, nicht wirklich vor Überraschung, eher vor Angst. Dann sagt sie noch irgendwas darüber, dass ich das Ende selbst schreiben könnte und die Hoffnung bewahren sollte. Ich könnte es nicht verhindern, aber beeinflussen. Die Worte scheinen meine Freundin nicht sonderlich zu beruhigen. Was genau hast du in deiner Vision gesehen? Hast du Eltaria gesehen? Seinen Untergang? Ja, das war die Ebene des Hekyu, der Wald.
und dann gab es plötzlich eine Art Kluft wie ein Loch, als wenn sich ein gigantisches Portal geöffnet hätte und alles wurde darin eingesogen, bis nicht mehr das Geringste übrig war. Huang Huas Gesicht verkrampft sich bei jedem meiner Worte mehr. Keine Ahnung, ob das die Wahrheit ist, aber ob es wirklich so kommen wird. Es kam mir alles sehr real vor, aber irgendwie... Hat Ophelia etwas zu dir gesagt, als du wieder zu dir kamst? Sie sagte, ich hätte gesehen, was geschehen würde und dass niemand es verhindern könnte. Ihre Schultern fallen in sich zusammen, sie schüttelt niedergeschlagen den Kopf. Aber vielleicht ist sie sich ja, wir müssen doch etwas tun können. Ganz sicher können wir etwas unternehmen. Es ist doch nicht alles in Stein gemeißelt, oder doch? Ich weiß es nicht. Aber wir nennen Ophelia das Orakel, weil sie die Zukunft vorhersagen kann. Wirklich? Bist du dir da sicher? Ich habe sie nämlich noch nie etwas prophezeien hören. Sie hat mich angeleitet, hat mir Ratschläge gegeben, das schon. Aber sie hat noch nie eine Vorhersage gemacht. Fafnir ja, aber sie nicht. Vielleicht habt ihr euch geirrt, als ihr diesen Namen gabt. Vielleicht hättet ihr sie besser Kristallgeist getauft. Andererseits ist sie nicht länger im Kristall und sie ist auch kein Geist. Wer hat ihr überhaupt diesen Namen gegeben? Das muss doch schon Ewigkeiten her sein. Vielleicht fand man einfach, dass es schön klingt. Ich spüre, wie von neuem Panik in mir aufsteigt. Hoffentlich kann Huang Hua mich beruhigen. Ich schweife ab. Ist ja auch egal. Denkst du, dass sie recht hat? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts. Vielleicht hat sie mir das auch nur gezeigt, um eine Reaktion zu provozieren. Was meinst du? Ich meine gar nichts. Ich muss darüber nachdenken. Wenn ganz Eldaria dem Untergang geweiht ist, dann müssen wir entsprechende Vorkehrungen treffen. Sie wirkt geradezu verloren. Ihr Blick schweift unruhig umher, ohne sich auf etwas Bestimmtes zu fixieren. Wir können uns nicht erlauben, ihre Nachricht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, müssen wir bereit sein. Wir müssen... Hör mal, ich wäre dir dankbar, wenn du den anderen vorerst nichts davon erzählen würdest. Schon wieder etwas verbergen, schon wieder ein geheimes Hütchen. Es tut mir leid, dass ich das von dir verlangen muss, aber etwas anderes fällt mir gerade nicht ein. Wir können nicht einfach so den Untergang der Welt verkünden. Schon gar nicht auf Basis einer einzelnen Vision, selbst wenn sie von Ophelia eingegeben wurde. Es sind ja nicht mal alle am HQ überzeugt, dass sie tatsächlich das Orakel ist. Man wird uns nicht glauben und die, die uns glauben, werden in Panik verfallen. Keine Sorge, ich verstehe. Ich werde es für mich behalten. Aber ich glaube, dass wir etwas dagegen tun können. Ich weigere mich, diese Version tatenlos hinzunehmen. Erinnere dich doch an Fafnis Prophezeiung. Valkyrie war der Einzige, der sie richtig interpretiert hat. Vielleicht ist es diesmal ähnlich und es gibt eine verborgene Bedeutung. Außerdem glaube ich sowieso nicht, dass alles vorherbestimmt ist. Da bin ich durchaus deiner Meinung. Aber ich kann den Vorfall auch nicht guten Gewissens ignorieren. Ich werde über unsere Fluchtmöglichkeiten nachdenken, falls das Schlimmste eingetreten sollte. Danke, dass du es mir erzählt hast. Ich werde alles Nötige in Wege leiten. Wenn du von deiner Seite aus versuchen möchtest, die Vision besser zu verstehen, solltest du mit Leften darüber reden. Für den Fall, dass es etwas mit deinen Engelskräften zu tun hat. Immerhin ist Ophelia während einer deiner Imitationen zu dir gekommen. Das war vielleicht kein Zufall. Mit ihm wollte ich sowieso noch sprechen. Finde Leifden, yes! Ich habe mich auch gefragt, ob vielleicht Adalric mir dabei helfen kann. Ja, bestimmt. Frag ihn ruhig, wenn du ihm über den Weg läufst. In Anbetracht der aktuellen Umstände findest du ihn gewiss im Außenbereich des HQ. Er studiert sicher gerade den Himmel. Falls du noch einmal Ophelia begegnest, versuche... Ich weiß nicht genau. Ich auch nicht, aber ich werde es versuchen. Huang Hua schenkt mir ein müdes Lächeln. Hoffentlich erfährt sie heute nicht noch eine schlechte Neuigkeit. Nun denn, ich will dich zwar nicht vor die Tür setzen, aber es wird langsam spät. Stirnrunzelnd blicke ich nach draußen. Zu spät kann es nicht sein, es ist ja noch taghell. Die Miene der Feng Huang verdüstert sich erneut. Ich weiß ja, aber glaub mir, wenn ich dir sage, es ist spät, als es den Anschein hat. Sie hat recht, die anderen sind ja erst am späten Nachmittag zurückgekehrt. Na gut, dann gehe ich mal besser. Bis bald, Huang Hua. Pass gut auf dich auf. Danke, du auch auf dich. Ich werde dich rufen lassen, wenn der hier vor den Rat beordert wird. Mit einem letzten Lächeln vor dem Ich hoffe, dass es aufmunternd wirkt, steuere ich auf die Tür zu. Ein wenig ängstlich näher ich mich Leiftens Tür. Wo ist Leiften? Ist er hier? Ist das da seine Tür? Was werde ich dahinter finden? Einen Leiften.
Lippy starrt. Kein Laut ist zu hören. Ich betätige den Türklopfer. Keine Antwort. Was für ein Türklopfer? Hä? Musst du nicht einfach an die Tür klopfen? Was, wenn ihm etwas zugestoßen ist? Ich drücke die Klinke herunter. Die Tür schwingt ohne Widerstand auf. Das Zimmer ist leer. Lefton? Lefton, bist du da? Ich wollte mit dir reden. Nichts, er muss fortgegangen sein. Aber wohin? Und weshalb? Vielleicht, um sich zurückzuziehen? Mein Herzschlag beschleunigt sich etwas. Ich muss ihn finden. Lefton ist nicht in seinem Zimmer. Finde ihn. Ich glaube, dass er meditiert. Womöglich hat er das HQ ja verlassen. Ich werde draußen nachsehen. Wo steckt er bloß? Soll ich zum Meer gehen oder besser in Richtung Wald? Nö. Ich denke, er meditiert. Hoppala. Falsch. Auf einmal mache ich am Wegesrand Adalrics unwechselbare Gestalt aus. Ich winke ihm zu und näher mich ihm. Ich will aber Lefton sehen. Das ist so horrible. Er bemerkt mich zwar, richtet seine Aufmerksamkeit aber sogleich wieder gen Himmel. Ich beschleunige meinen Schritt in der Hoffnung, dass er nicht davon fliegt, bevor ich ihn erreiche. Hallo, Aldaric, wie geht es euch? Ihr seht besorgt aus. Das ist noch untertrieben. Es ist kein einziger Stern zu sehen. Verwirrt blicke ich ebenfalls zum Himmel empor. Das ist doch normal, oder? Es ist ja noch hell. Eben, um diese Zeit sollte es eigentlich nicht mehr hell sein. Sie sind verspätet. Das waren sie noch nie, das ergibt keinen Sinn. Ich muss gestehen, dass ich gar nicht weiß, wie spät es ist. Es ist die Stunde der Sterne. Oh! I'm sorry. Sie sollten hier sein, aber das sind sie nicht. Die verspäteten Sterne heißt die Episode. Vielleicht werden einfach nur die Tage länger? Aber nicht um eine ganze Stunde. Von heute auf morgen. Es ist etwas im Gange, etwas Schlimmes. Diesbezüglich hätte ich noch eine Frage an euch, wenn es euch nicht stört. Endlich wandern Aldarics Augen zu mir. Nein, nein, nicht im geringsten. Jede Ablenkung ist mir willkommen. Bitte, nur zu. I love him. Danke, also, seid ihr der Ansicht, dass die Zukunft bereits in Stein gemeißelt ist? Verzeihung, meine Liebe. Aber was für ein Stein soll das sein? Alle kommenden Ereignisse, meine ich. Glaubt ihr an das Schicksal? Ihr sagt doch, dass ihr die Zukunft vorhersagen könnt. Und die Drachen tun das auch. Und das Orakel? Nun, sie ist ein Orakel, also sieht sie die Zukunft vermutlich auch. Ich hatte vor kurzem Gelegenheit, etwas eingehender darüber nachzudenken und mir gefällt das nicht. Es gefällt euch nicht, dass ihr Personen kennt, die Herausforderungen vorhersehen können, die uns erwarten? Nein, das meine ich nicht. Es gefällt mir nicht, dass alles vorherbestimmt sein soll. Das würde ja bedeuten, dass ich nicht frei bin und meine Entscheidungen keine Rolle spielen. Ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt. Nur eine Sache ist mir nicht ganz klar. Warum schlussfolgert ihr aus der Tatsache, dass wir die Zukunft vorhersagen können, dass alles vorherbestimmt ist, wollte ich gerade sagen. Die Leute, die die Zukunft vorhersagen können, die sehen die Zukunft ja aus den Handlungen heraus, so wie deine Handlungen sein würden, so wird dieses Ereignis eintreffen. Also wortwörtlich, du bist frei. Deshalb, weil du frei bist und das machst, wie du denkst, dass es richtig ist, folgen diese Ereignisse. Keine Ahnung, das kommt mir logisch vor. Adaric nickt, bückt sich und hebt einen Stein vom Weg auf. Seht ihr diesen Stein, den ich in der Hand halte? Das sieht gerade so cool aus, sorry. Oh weh, ich ahne bereits, dass der in eine vorhergesehene Richtung abdrücken wird. Ja, ich sehe ihn. Was ist damit? Adaric wiegt ihn in der Hand, entfernt sich einen Meter und wirft ihn mir mitten ins Gesicht. Bitch! Gerade noch Zeit, mich zu ducken. Geht's noch? Was ist denn in euch gefahren? Wenn meine Frage euch ärgert, könnt ihr das auch höflich sagen? Der Sylph schwebt langsam zu mir zurück. Einen leichten, amüsierten Ausdruck auf dem Gesicht. Warum habt ihr euch gebückt, als ich den Stein auf Augen geworfen habe, Simona? Was denkt ihr denn? Damit er mich nicht ins Gesicht tritt? Ihr dachtet also, dass euch im Gesicht treffen würde. Das ist aber nicht passiert. Weil ich mich gebückt habe, macht ihr das mit Absicht? Bei jeder anderen Person wäre das eine rhetorische Frage. Aber selbst davor, als ich den Stein geworfen habe, habt ihr euch ja nicht gebückt. Natürlich nicht. Er hat mich ja nicht erreicht, aber er hätte mich getroffen, wenn... Ein Moment lang verschlägt es mir vor Verblüffung die Sprache. Adaric legt neugierig den Kopf schief. Ihr meint, dass ich die Zukunft vorausgesehen habe, als ihr den Stein geworfen habt. Ist es das? Ich bezweifle, dass irgendwo geschrieben stand, dass ich einen Stein nach euch werfen würde. Macht ihr das Gleiche, wenn ihr versucht, in die Zukunft zu sehen? Ihr beobachtet, in welche Richtung die Steine fliegen?
Ich meinte das gerade metaphorisch, oder? Ja, mir schon klar, dass ihr nicht dort wirklich Steinbein zu seht. Wollte nur sicher gehen. Aber ja, das ist, was wir tun. Natürlich haben manche von uns mehr Steine im Blick als andere. Die Drachen, das Orakel, sie sehen alles, die kleinsten Verschiebungen in der Atmosphäre. Ihre Sicht geht weit über einen Steinwurf hinaus. Wie erkläre ich das am besten? Stellt euch vor, dass sie die Dinge aus großer Höhe beobachten, aber mit sehr scharfen Augen. Dabei sehen sie die winzigen Dinge an der Oberfläche des Weltenmeers. Wie ihr und ich zum Beispiel. Sekunde, soll das heißen, ihr und ich sind winzige Dinge und ihr und ich sehen winzige Dinge? Beides. Winzige Dinge sehen winzige Dinge. Ich sehe euch und umgekehrt. Wobei, genau genommen, wohl eher ein erleuchtetes winziges Ding bin. Ein mittelgroßes Ding, könnte man sagen. Ich habe gelernt, mehr Distanz einzunehmen als die meisten anderen Fairies, aber das spielt keine Rolle. Das Orakel, die Drachen, sie können auch die Strömungen, die Tendenzen, die großen Entwicklungen erkennen. Es ist, als blickten sie vom Himmel auf uns herab. Stellt euch vor, hier mal einen riesigen Stein auf uns werfen vom Genkaku-Gebirge aus. Wir würden ihn erst kaum sehen, wenn er seinen Schatten auf uns wirft. Doch vom Himmel aus hätten das Orakel und die Drachen den Verursacher bei seiner Tat beobachtet. Und sie hätten uns warnen können, damit wir dem Stein ausweichen. Mein Gefühl sagt mir, dass diese Metapher bald an ihre Grenzen kommen wird, wenn ich ihn weiterreden lasse. Ich darf mein aktuelles Problem nicht aus den Augen verlieren. Dem Stein, den ihr nach mir geworfen habt, dem echten, habe ich ausweichen können. Ich habe vorhergesehen, dass er mich treffen würde und mich geduckt. Das würde ja bedeuten, dass Ophelias Prophezeiungen nicht zwangsläufig wahr werden müssen. Selbst wenn sie richtig sind, stimmt? Wenn sie sich nicht bewahrheiten, kann man sie theoretisch nicht als richtig bezeichnen. Meiner bescheidenen Meinung nach aber diese Debatte hält die Literatur schon lange im Atem. Doch natürlich kann man das. Ich hatte ja recht mit der Annahme, dass der Stein mich treffen würde. Insofern war meine Vorhersage richtig. Nur dadurch konnte ich ihn ausweichen. Wenn ich euch richtig verstehe, bedeutet das, Ophelia mit ihrer Vision durchaus recht haben kann, wir sie aber dennoch verhindern können. Ich bin nicht sicher, ob ich verstehe, wer diese Ophelia ist. Das Orakel, Ophelia, das kleine Mädchen, das hier herumläuft? Sie ist das Orakel, seine Inkarnation. So was, und dieses Mädchen hat euch etwas über einen Stein erzählt? Nicht direkt. Auch egal, sie hat etwas prophezeit, aber das muss nicht zwangsläufig eintreffen, wie der Stein. Wenn es sich tatsächlich um das Orakel handelt, würde ich davon ausgehen, dass ihre Weissagung korrekt ist. Das Orakel hätte nicht vorhergesagt, dass der Stein euch trifft. Es hätte vorhergesagt, dass sie ihm ausweicht. Okay, so langsam verwirrt er mich endgültig. Hört mal, vielen Dank für eure Hilfe. Ich glaube, das Wesentliche habe ich verstanden. Zu euren Diensten, meine Liebe. Es freut mich, wenn ich euch von Nutzen sein konnte. Er blickt erneut zum Himmel empor. Sein Gesicht nimmt einen angstvollen Ausdruck an. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Weil es doch hell ist. Je tiefer ich in den Wald vordringe, desto stärker wird mein Gefühl, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Ich kann es spüren, kurze Anfälle aufführenden Zorns, gepaart mit einer unkontrollierten Angst, durch die sich mein Herz immer wieder brutaler zusammenkrampft. Es kommt mir so vor, als wäre da etwas in einiger Entfernung, das mich von sich stößt. Ich setze meinen Weg zwischen den Bäumen fort, dabei lausche ich auf jedes Geräusch. Nichts, Totenstille, die meine Ohren bei jedem Schritt mehr zum Grün bringen. Ich habe das Gefühl, dass Leifen gerade seine Kräfte ausprobiert. Let me stop. Ich mache noch ein paar Schritte, bis ich an das Wirkenwäldchen erreiche. Bitch! Plötzlich ist es Nacht. Es sollte nicht Nacht sein. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich lasse meinen Blick durch den Wald schweifen. Dort ein dunkler Umriss. Was? Simona, ich habe ein Problem. Du musst mir helfen. Die Hand an Valkyons Schwertgriff gelegt, wage ich mich weiter vor und sperre in die Dunkelheit. Vor mir knackt ein Zweig, ich umklammere Valkyrie noch etwas fest. Oh, ich wusste es! Ich hab's doch gesagt! Ich wusste es, dass du deine Dämonenkräfte ausprobiert! Oh, why are you doing this to yourself? Baby, you're no demon. Why are you acting like this? Oh.
Ich hab doch gesagt, ich tu die Sachen vorhersehen, Leute. Please. Ein Flügelschlagen ist zu hören. Dann taucht plötzlich Leiftons düstere Gestalt vor mir auf. Ich kann seinen Zorn und seine Angst wie in Schüben spüren. Er krümmt sich zusammen und stöhnt, während die Flügel auf seinen Rücken unregelmäßig schlagen. Um ihn herum pulsiert unkontrolliert bei die schwarze Energie der Dämonen. Oh, honey, it's okay. I'm worried about my child. Simona, ich brauche dich. Honey, it's okay. Seine Augen sind geweitet, er hat völlig die Beherrschung verloren. Ein weiteres Stöhnen entweicht seinen Lippen. Gleichzeitig blitzen Flashbacks vor meinem inneren Auge auf. Eine Zelle im Kerker des Ordenhauses. Das Versuchslabor. Leifton, was geschieht mit dir? Was soll ich tun? Er stößt ein angstvolles Röcheln aus und richtet sich auf. Ich weiß nicht. Die Dunkelheit um ihn herum verdichtet sich, wird mit jeder Sekunde undurchdringlicher. Ich muss doch irgendwas tun können. Ein schwarzer Schleier, düsterer Rauschwaden, Hass, auf dem Boden verstreute Leichen. Diese schwarze Energie, ich muss sie irgendwie zurückdrängen. Ich beschwöre meine Engelkräfte herauf. Ihre Wärme erfüllt mich. Ich strecke die Hände aus. Ein gleißendes Licht bricht aus ihnen hervor. Schreie. Leichen, ein Knacken, Angst. Oh nein. Sieht er das etwa die ganze Zeit? Oh nein. Vergiss es, denk nicht länger daran. Hör nicht hin, schließ die Augen. Ich konzentriere mich ganz auf Leifton, auf den Engel in ihm. Kälte, Tod, der Geruch, dieser Geruch. Ich bin wie in Trance. Hör nicht hin, konzentriere dich. Ich glaube zu spüren, wie sich die Flügel auf meinen Rücken entfalten. Schmerz, Hunger, Dunkelheit, Verzweiflung. Nein, hör auf, komm zurück, das bist nicht du. Komm zurück zu uns. Ich nehme wahr, wie sich die Dunkelheit langsam lichtet, wie Leifton ruhiger wird. Ganz ruhig. Sie verblasst und löst sich auf, unfähig, sich mir zu widersetzen. Leifton, hör mir zu, ich bin hier, ich bin dir zu Hilfe gekommen. Das bist nicht du, hörst du, das bist nicht du. Der dunkle Nebel verflüchtigt sich. In dem Birkenwäldchen ist es wieder hell. Oh, my boy, yo. Kind, Leifton ist und bleibt eine süße Honey. Oh nein. I hate you all. What did you do to my baby? Zitternd stützt Leifton ein Knie auf die Erde, noch immer wankend. Ich gehe zu ihm und lege ihm die Hand auf die Schulter. Leifton, alles in Ordnung? Wie fühlst du dich? Ach so, er hat die Dunkelheit heraufbeschworen. Er braucht ein paar Sekunden, um wieder zu Atem zu kommen. Es geht schon. Es geht schon besser. Deinetwegen, ich danke dir. Ich war in meinem Zimmer und spürte, wie ich langsam... Ich bin hierher gekommen, damit mich niemand sieht. Und weil ich nicht riskieren wollte, jemanden zu verletzen, oder... Oh nee, sieht so aus, als wäre die Gefahr jetzt gebannt. Das Erste, ja, das hoffe ich zumindest. Ich setze mich neben ihn ins Gras. Kann ich ihn umarmen? Du, ich bin froh, dass du hier bist, aber solltest du nicht langsam zurückgehen? Are you kidding me? Du willst mich loswerden? Ich hab dich eben gerettet. Solltest du nicht langsam zurückgehen? Ich? Nein. Never. Ich lass dich nicht allein. Nein, ich würde lieber noch ein wenig bei dir bleiben. Ich will bei dir bleiben. Ich hätte dich gern umarmt, aber das geht hier anscheinend nicht. Also bin ich cute mit dir. Er lächelt mich an. Es kommt mir vor, als hätte ich dieses Lächeln schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. You better stay here! Hast du keine Angst, dass sich jemand Sorgen machen könnte? Boyo! Nein, ich wüsste keinen Grund, warum jemand nach mir suchen sollte. Huang Hua weiß, dass ich bei dir bin. Warum? Hast du irgendwas über mich erzählt? Oh! Boyo! I missed him. Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich habe ein paar Fragen an dich. Es geht um eine Vision. An Leiftons Stirn wird eine tiefe Sorgenfalte sichtbar. Wie das? Hast du etwa eine Vision? Ja, das heißt eigentlich, hatte Ophelia sie mir eingegeben. Ich glaube, es war eher ihre Vision. Sie hat sie lediglich mit mir geteilt. Aber es ist geschehen, während ich meditiert habe. Wie du es mich gelehrt hast. Ich habe die Welt wieder ganz in Blau gesehen. Und in dieser blauen Welt ist Ophelia aufgetaucht. Es ging in unglaublichen Strahlen von ihr aus.
als wäre die Mana-Konzentration in ihrem Inneren außergewöhnlich hoch. Sie blieb dicht vor mir stehen und dann hat sie ihre Vision mit mir geteilt. Ja und? Was hast du gesehen? I love him! Ich ziehe eine Grimasse. Huang Hua hat sich klar ausgedrückt. Das darf ich dir nicht verraten. Huang Hua hat's verboten. Nun verzieht Leif ebenfalls das Gesicht, als hätte ich ihn gekniffen. Dann kann es kaum etwas Gutes sein, nehme ich an. Ich zucke die Schultern. Gut kann man das wirklich nicht nennen, nein. Jedenfalls habe ich mich gefragt, ob es etwas mit der Meditation zu tun haben könnte. Ob Ophelia dadurch vielleicht überhaupt erst angelockt wurde. Oder besteht da kein Zusammenhang? Hattest du beim Meditieren schon mal Vision? Nein, ich glaube nicht, dass es da eine Verbindung gibt. Ich glaube, Ophelia hat ihre Vision einfach deshalb mit dir geteilt, weil du die Auserwählte des Orakels bist. Ich nicke stumm. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen enttäuscht. Wenn es eine Verbindung gegeben hätte, hätten wir versuchen können, weitere Visionen auszulösen. Probieren kann man das ja mal. Und zum Meditieren schadet dir sicher nicht. Wie oft habe ich diesen Satz von meinem Vater gehört? Das Schaden könntest du jetzt zu 1000% nicht. Bitte Entschuldigung? Entschuldige dich, Leifton. Selbst wenn du es nicht so nötig hast wie ich. Nach allem, was passiert ist, werde ich sehr viel häufiger meditieren müssen. What are you talking about? Apropos, was genau ist denn passiert, vorausgesetzt, dass du mir davon erzählen möchtest? Vorhin hatte ich plötzlich eine Reihe von Flashbacks. Ich habe Bilder gesehen. Das waren Erinnerungen, oder? Deine Erinnerung? Oh mein Gott. Er schlägt die Augen nieder und sinkt in sich zusammen. Der Dämon in mir, der Teil von mir, der dämonisch ist, ist zurückgekehrt. Als ich bei den Tempelrittern eingesperrt war, bin ich durchgedreht. Nachdem ihr geflohen wart, da wusste ich, dass ihr wiederkommen würdet, um mich zu holen. Und ihr wart sogar unfassbar schnell. Aber als sie mich in ihr Versuchslabor geführt haben, da habe ich die Hoffnung verloren. Ich dachte, dass ihr nie rechtzeitig zurück sein würdet. Und in jenem Augenblick war ich weder niedergeschlagen noch traurig. Als ich ihre Maschine erblickte, ich hatte die Schreie derjenigen gehört, die vor mir in der Reihe waren. Ich habe schon mal gekämpft, das weißt du. Du warst dabei. Ich hatte schon einmal Todesangst oder schlichtweg Angst davor, verletzt zu werden. Doch diese Maschine, sie saugt dir das Mana aus. Sie stiehlt die Essenz dessen, was dich ausmacht. Leftons Körper wird von einem heftigen Zittern ergriffen. In jenem Augenblick hatte ich Angst. Mehr als je zuvor in meinem Leben. Und diese Furcht überlagert jede Gedanken. Sie beherrscht dich. Alles andere hört auf zu existieren. Sie übernimmt die Kontrolle. Und das Schlimmste ist, dass sie selbst dann nicht verschwindet, wenn du wieder die Oberhand gewinnst und eigentlich keinen Grund mehr hättest, dich zu fürchten. Sie verwandelt sich in Wut, in das Verlangen nach Rache, nach Leid. Meine Kehle ist wie ausgetrocknet. Ich wage kaum zu atmen. Ich weiß, wo diese Geschichte hinführt. Hätte ich doch nur nicht gefragt. Ich habe sie alle getötet, alle, die sich im Raum befanden. Okay. Ah, deshalb fühlt er sich unwohl. Ich habe meine Dämonenkräfte heraufbeschworen und gegen sie eingesetzt. Sie hatten nicht die geringste Chance. Als ich den Zellbogen verließ, stieß ich auf weitere. Sie sind alle tot. Es dauerte nur wenige Sekunden. Leichten verstummt. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Besonders überrascht bin ich nicht, aber dennoch schockiert. Aber Karin hat mir gesagt, dass du eingesperrt warst, als sie dich fanden. Als jede Bedrohung beseitigt war, blieb ich noch eine Weile im Untergeschoss. Ich realisierte, was ich soeben getan hatte. Ich sah die Leichen. Wie wenn man erschöpft aus einem Albtraum aufwacht. Als ich nach oben ging, geriet ich in einen Hinterhalt. Sie feuerten einen kleinen Pfeil auf mich ab. Und ich erwachte in dem gepoltersten Zimmer. Er stößt ein Seufzer aus und stützt den Kopf in die Hände. Dort haben die anderen mich gefunden. So, nun weißt du alles. Das ist der Grund, warum sie so problemlos ins Ordenhaus gelangt sind, weil er alle getötet hat. Als sie ankamen, waren so gut wie keine Jäger mehr übrig. Und seither ist es, als würden sie mich heimsuchen. Überall sehe ich sie. Mein Boyo. Um ehrlich zu sein, kann man ihn böse sein? Ich weiß nicht, ob ihr es könnt, aber ich kann es nicht. Weil sie wollten ihn wortwörtlich seine Essenz rauben. Wortwörtlich, das Mana in seinem Körper ist er tot. Er hatte Todesangst. Und aus Angst erweckt dein Überlebensinstinkt. Und er hat halt seine Kräfte eingesetzt. Happens.
Ist einfach so. Ich bin ihnen nicht böse. Hätten's kommen sehen sollen. Ich höre ihre Stimmen. Dann kehrt die Angst zurück und der Zorn. Als ich vorhin die Augen schloss und einschlief, da habe ich nicht länger aufgepasst und schon waren sie wieder da. Es war einfach zu viel. Ich war darauf und dran, wieder die Kontrolle zu verlieren. Und ich habe Angst, dass das wieder geschieht. Ich muss einen Weg finden, Herr meiner selbst zu bleiben. Du hast doch vorhin von Meditation gesprochen. Das hilft mir gewiss, doch ich fürchte, dass das allein nicht ausreicht. Vielleicht kann Cori dir helfen. Du weißt schon, sie kann die Gedanken anderer beeinflussen. Sie hat mir auch geholfen, meine Kräfte wiederzufinden, indem sie mir das Gefühl ins Gedächtnis gerufen hat. Bei dem Duellabend, den Karin organisiert hat, kurz nach unserem Erwachen. Cori hat ihre Magie bei mir eingesetzt, um mich dazu wiegen, dass ich meine Kräfte wieder hätte. Womöglich sind sie erst dadurch in Erscheinung getreten. Vielleicht könntest du ja eine Art angeleitete Meditation mit ihr durchführen. Sicher, warum nicht? Ich bin offen für alles. Ich könnte ja auch mitmachen, um meine Kräfte weiterzuentwickeln. Was du da vorhin getan hast. Wie du das Licht der Engel eingesetzt hast, um die Dunkelheit zu vertreiben. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Deine Kraft ist viel größer und vielseitiger, als ich angenommen hatte. Oh! Und deine Anwesenheit wird mir sicher gut tun. Du wirst mir helfen, die Kontrolle zu behalten. I love you. I'm gonna follow you wherever you go. Ich würde mich freuen, wenn du mit mir meditieren würdest. I love you. I really do. Oh, please stay safe. I love you too much to let you die. Super, dann machen wir es so. Ich werde das mit Cori organisieren. Das wird bestimmt lustig. Wirst schon sehen. Ich meine, wir nehmen es natürlich ernst. Aber mit Cori hat man eigentlich immer Spaß. Das bezweifle ich keine Sekunde. Ein wenig Leichtigkeit würde mir nicht schaden. Einen Moment lang blickt Leif den Gedanken verloren ins Leere. Woran denkst du? Kümmert dich irgendwas? Ich denke daran, wie du deine Kräfte eingesetzt hast, um mich aus meinem dämonischen Zustand zu befreien. Ich habe noch nie von einer derartigen Wechselwirkung zwischen dem Licht der Engel und der Dunkelheit der Dämonen gehört. Eigentlich hatte ich sie stets für komplementär gehalten, wie die zwei Seiten einer Medaille. Mir war nicht klar, dass eine die andere verdrängen oder sogar zum Verschwinden bringen kann. Genau gesagt wusste ich nicht mal, dass sie überhaupt interagieren können. Das ist ziemlich unerwartet und es ändert so einiges. Und es ist ja nicht so, als könnten wir Nachforschungen betreiben, um mehr darüber zu erfahren. Die wahre Beschaffenheit und Natur dieser Kräfte bleibt ein Mysterium. Ich habe dir neulich gesagt, dass sie aus unserem Inneren stammen, nicht von außen. Und dass wir sie deshalb nicht wirklich heraufbeschwören, auch wenn es den Anschein haben mag. Aber vielleicht war auch das eine Illusion. Das werden wir sehen. Bevor du mir zu Hilfe kamst, hatte ich wirklich das Gefühl, besessen zu sein. Das beweist doch nun nichts. Du hast vorhin selbst gesagt, dass man sich von seiner Furcht beherrschen lassen kann. Aber es ist und bleibt unsere Furcht, sie geht von uns aus. In der Tat, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Nicht mehr. Da kann ich dir leider nicht helfen. Ich weiß noch weniger als du. Zum Beispiel habe ich noch immer nicht richtig verstanden, worin sich die Engelkräfte von den Dämonenkräften unterscheiden. Du hast mir neulich gezeigt, dass sich mit dem Licht der Engel so ziemlich alles bewerkstelligen lässt. Dann kann man doch bestimmt auch Dämonenkräfte simulieren, oder? Ja, gewiss. Rein praktisch gesehen gibt es zwischen den beiden keinen Unterschied. Es ist nur, ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber sie treten in verschiedenen Momenten in Entscheidung. Wie gesagt, ich bin mir beim Folgen keineswegs sicher. Aber da ich nun doch über langjährige Erfahrung mit diesen Kräften verfüge, lege ich vermutlich nicht allzu weit daneben. Er richtet sich auf und nimmt eine lehrhafte Haltung ein. Wenn du eine Situation gerätst, in der du dich verteidigen musst, wirst du instinktiv Licht heraufbeschwören. Wenn du jedoch zornig bist, jemanden verletzen oder töten willst, dann kommt die Dunkelheit zu dir. Leifton schüttet leise glucksend den Kopf. Siehst du, meine Wortwahl lässt schon wieder vermuten, dass wir diese Kräfte nicht selbst produzieren. Wenn dem auch sein. Du kannst die Lichtenergie natürlich genauso zum Angriff nutzen und andersherum. Ist mir aufgefallen, diese Erfahrung habe ich selbst schon gemacht. Ein Lichtstoß kann definitiv jemanden ausschalten. Genau. Dennoch wirst du, wenn du ihn einsetzt, eher dazu neigen, die Person am Leben zu lassen. Das ist ein bisschen wie die Frage nach dem Huhn und dem Ei. In welchem Maße beeinflussen deine Kräfte dein Handeln und umgekehrt? Wenn du gewalttätig gestimmt bist, wirst du wahrscheinlich nicht auf Lichtenergie zurückgreifen, was bei uns dann den Eindruck erweckt, dass Engelskräfte keine Gewalt unterstützen.
Aber ich denke, das ist noch etwas anderes im Spiel, eine Art Rückkopplung. Ich glaube, je heftiger, je häufiger du eine bestimmte Kraft einsetzt, desto eher bist du geneigt, sie wieder zu benutzen. Wenn du zum Beispiel Licht nutzt, um jemanden auszuschalten, ohne ihn zu töten, verbucht dein Gehirn das als Erfolg. Du lernst, dass du ihn weder verletzen noch leiden lassen musst, um ihn unschädlich zu machen. Und dir wird klar, dass deine Kräfte stark genug sind, um jede noch so schwierige Herausforderung zu meistern. Die Folge davon ist vermutlich, dass du immer weniger Angst hast, wodurch automatisch deine Selbstbeherrschung besser wird. Du verspürst nicht länger das Bedürfnis, auf Probleme mit Gewalt zu reagieren. Wenn du hingegen wütend bist und die Kraft der Dämonen einsetzt, dann manifestiert sich dadurch das ganze Ausmaß eines Zorns. Und das gibt dir ein Gefühl der Kontrolle, als wenn nichts dir etwas anhaben könnte. Und es ist schwer, dieses Gefühl nicht zu mögen, vor allem im Affekt. Weil es dir gefällt, neigst du dazu, es wieder zu tun, ein Teufelskreis. Honey, du hattest Angst. Wirklich, ich bin dir nicht böse. I'm living, actually. Die verdienen das für das, was sie den Fairies antun. Langsam aber sicher verändert es dich. Du fängst an zu glauben, dass man mit Wut und Gewalt jedes Problem lösen kann. Dadurch wirst du immer reizbarer, verspürst einen wachsenden Hunger nach Macht, verlierst immer schneller die Geduld. Ich glaube, er hat recht. Als ich vorhin meine Kräfte eingesetzt habe, da hatte ich keine Angst, weder von der Dunkelheit noch von irgendwelchen Visionen. Tief in meinem Herzen war ich völlig unbesorgt, weil ich wusste, dass ich es schaffen würde, ihn zu befreien. In Anbetracht dessen, was du da vorhin getan hast, glaube ich, dass du dich auf dem richtigen Weg befindest. Jedenfalls viel mehr als ich, so viel steht fest. Wenn wir Glück haben, wirst du vielleicht nie wieder auf schwarze Energie zurückgreifen. Das hoffe ich. Es gefällt mir nicht, was für Gefühle sie in mir auslöst. Umso besser, wenn ich sehe, was es mit dir anrichtet. Dann kann ich auch dir helfen, dich von der Verlockung der Dämonenkraft zu befreien. Der Engel hebt den Kopf und schenkt mir ein zuversichtliches Lächeln. Das hoffe ich von ganzem Herzen. Ich werde deine Hilfe ganz sicher brauchen. I love you for you. It's okay. I'm giving you a lot of kisses, a lot of love. Ich schick dir ganz viele Herzchen, okay? It's okay. Er mustert mich mit einem Anflug von Besorgnis. Vorausgesetzt, dass uns noch genug Zeit bleibt. Ich erwidere nichts. Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass wir genug Zeit haben werden. Er muss gespürt haben, wie bedrückt ich bin. Auch er fürchtet sich. Eine Weile sind wir beide mit unseren eigenen Gedanken beschäftigt. Irgendwann steht Leifton auf und streckt sich. Wir sollten zurückgehen. Es ist zwar noch hell, aber mein Gefühl sagt mir, dass es ziemlich spät ist. Du hast recht, so langsam bekomme ich Hunger. Hör mal, geh lieber schon vor. Ich komme in ein paar Minuten nach. Are you sure about that? Ich würde gern mit dir gehen. Warum? Why, Boyo? Why, Boyo? Ich würde es gern vermeiden, dass man uns zusammen sieht. Ich will keinen Verdacht erregen oder auch nur Neugier. Na gut, wenn du möchtest. Dann sehen wir uns später. Mit einem letzten Winken kehre ich ihm den Rücken zu. I'm gonna go back, can I? I'm sad. Ich wäre gern mit ihm gekommen. Das ist ein Schuh. Nein. Ich hasse das. Der Anblick des Hekyu und die Aussicht auf eine warme Mahlzeit verliehen mir Flügel. Mit schnellen Schritten lege ich den Weg bis zur großen Pforte zurück. Ich hasse alles. Leute, ich kann nicht überleben. Warum bist du nicht mitgekommen? Was Karut uns heute Abend wohl servieren wird? Sicher nichts Giftiges. Als ich die Kantine betrete, entdecke ich Huang Chu und Cory, die gemeinsam an einem Tisch sitzen. Insgeheim hatte ich gehofft, dass auch Lance da wäre. Ach, wenn wir hier kaum Privatsphäre hätten, so hätte ich ihn doch zumindest gesehen. Ich gebe den beiden zu verstehen, dass ich mich zu ihnen gesellen werde und mache mich auf den Weg zur Essensausgabe. Karute steht am Herd und verrichtet mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit vier Dinge gleichzeitig. Na sowas, wen haben wir denn da? Wie geht's dir, Simone? Schon viel besser, seit ich diesen köstlichen Duft in der Nase habe. Hast du wieder was Neues erfunden? Es mag an der Hitze liegen, aber ich könnte schwören, dass Karute bei meinen Worten errötet. Eigentlich nicht, nein. Die Zubereitung ist ein bisschen anders, das ist alles. Für mehr blieb mir leider keine Zeit. Ich bin heute etwas spät dran. Ich dachte, es wäre noch früher am Tag. Oh, Pollo. Du bist auch so eine Pollo. Aus irgendeinem Grund ist die Sonne nicht untergegangen. Ganz schön beruhigend, oder?
Ja, ziemlich. Ich halte das für kein gutes Zeichen. Ich auch nicht, aber gut, wir können nichts viel dagegen machen. Er gibt mir Essen auf einen Teller und hängt ihn mir aus. Aber bis wir genaueres wissen, lass es dir schmecken. Dankeschön. Ich sag es dir, wenn ich etwas darüber erfahre. Ich durchquere die Kantine, um mich zu Huang Chu und Cory an den Tisch zu setzen. Herzhaft greife ich zu. Es schmeckt absolut himmlisch. Alles klar bei euch? Habt ihr ausreichend Salben herstellen können? Wir haben einen ordentlichen Vorrat angelegt, ja, hoffentlich genug. Ein Teil haben wir bereits an Evelyn ins Refugium ausgeliefert. Der Rest muss noch eine Weile köcheln. Es sollte morgen fertig sein. Evelyn haben wir ja auch eine Weile nicht mehr gesehen. Ich bin sicher, dass es reichen wird. Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Darum sind wir... Diese Arroganze, aber I'm living, I stand. Darum sind wir gleich nach der ersten Lieferung hergekommen, um ein Hab zu essen. Hier ist uns dann aufgefallen, dass ohnehin schon Zeit fürs Abendessen war. Huang Chu verzieht das Gesicht und blickt durch das Fenster zum Himmel empor. Auf ihrer Stirn erschienen tiefe Sorgenfalten. Sie schüttelt den Kopf. Was man zugleich als gute und schlechte Neuigkeit betrachten kann. Gut, weil wir zu Abend essen können und es sehr lecker war. Aber auch weniger gut, weil die Sonne eigentlich irgendwann mal untergehen sollte. Und dass sie das nicht tut, finden wir ziemlich verwirrend, gelinde gesagt. Mehr als verwirrend, beängstigend. Das ergibt alles keinen Sinn. Es ist schon mal vorgekommen, der Tag-Nacht-Zyklus war schon einmal gestört. Vor 7 Jahren, als die Energie des Kristalls komplett aufgebraucht war. Huang Chus Stimme ist bloß ein Flüstern, als würde sie mehr zu sich selbst sprechen. Genau, kurz bevor Leifen und ich mit dem Kristall verschmolzen sind. Da muss ein Energieerneut zu Neige gehen. Das ist die einzige Erklärung. Damit etwas so Gewaltiges wie der Lauf mit der Sonne beeinträchtigt wird, müssen die Mana-Strömungen schon extrem gestört sein. Vor ein paar Stunden habe ich sie noch gesehen. Und da kam mir tatsächlich etwas komisch vor, als würde irgendwas ganz Besonderes für die Mana anziehen. Als wenn die Welt ein Ozean wäre und man irgendwo auf seinem Grund einen Stöpsel gezogen hätte. Beide sehen mich mit weit aufgerissenen Augen an. Keine Ahnung, ob dieses Bild es einigermaßen beschreibt. Doch, das beschreibt es sogar extrem gut. Das könnte durchaus ein Erklärungsansatz sein. Dass du überhaupt das die manischen Strömungen gesehen zu haben, müsstest du allerdings nochmal näher erläutern. Ja, das hat uns beide etwas aus der Bahn geworfen. Die Existenz der blauen Welt muss ihnen doch bekannt sein. Ich habe meditiert, Leighton macht das häufig. Er hat es mir vor einiger Zeit mal gezeigt. Mich angeleitet mit Hilfe der besonderen Verbindung zwischen uns. Nachdem ich eine Zeit lang versucht hatte, meinen Geist zu befreien, hat es mich plötzlich einfach umgehauen. Ich habe Eldaria gesehen, aber ganz anders bei jeder Substanz. Alles bestand nur noch aus Mana. Leifton meint, dass man dadurch die Welt sieht, wie sie wirklich ist. Sie starren mich beide mit hängenden Kinnladen an. Ich hätte wirklich gedacht, dass sie mit dieser Technik vertraut sind. Man braucht sie doch bloß zu entspannen. Eigentlich müsste das den Leuten schon aus Zufall gelegentlich passieren. Ihr seht aus, als würdet ihr das total abwegig finden. Das liegt daran, dass wir nicht wussten, dass es möglich ist. Besser gesagt, wir wussten, dass es nicht möglich ist. Das ist jetzt wohl kaum der richtige Moment für Wortglauberei. Im Zuge einer so revolutionären Entdeckung finde ich das ziemlich ängstlich. Plötzlich nimmt Chrome neben uns Platz. Ich hatte ihn gar nicht kommen hören. Alles klar. Ihr guckt so komisch, sofern ihr mir die Bemerkung erlaubt. Simone hat uns eben eröffnet, dass sie die manischen Strömungen sehen kann. Aha, und aus euren Mienen schließe ich aus, dass das was Ungewöhnliches ist. Mehr als ungewöhnlich, absolut unglaublich, zumal Leifton die gleiche Fähigkeit zu besitzen scheint. Na sowas, ist das eine Art Engelding? Chrome macht sich direkt über sein Essen her. Sorry, ich sterbe vor Hunger. Komisch eigentlich, ist ja noch ziemlich früh, aber ich bin ganz ohr. Es ist nicht früh, die Sonne ist bloß nicht untergegangen. Der Werwolf hört einen Moment lang auf, sich Essen in den Mund zu schaufeln. Was? Warte, ich dachte, du hättest eben gesagt, dass die Sonne nicht... Doch noch ehe er seinen Satz beenden kann, bricht schlagartig die Nacht herein. Okay! Verunsichertes und erschrockenes Gemurmel erfüllt die Kantine. Wow, also das war echt strange. Strange? Ihr redet aus Englisch?
Haben wir alle dasselbe gesehen? Ja, genau darüber machen wir uns vor deinem Eintreffen unterhalten. Das Gleichgewicht der Welt muss wirklich extrem aus der Bahn geraten sein, wenn es so abrupt dunkel wird. Ich dachte, ihr redet darüber, dass Simona manische Strömungen sehen kann. Das hängt miteinander zusammen. Wanchu meinte, dass die Mana-Strömungen gestört sein müssen und Simona darauf erwähnt, sie gesehen zu haben. Du bist aufgetaucht, ehe wir uns vor diesem Schock erholen konnten. Verstehe. Und denkt ihr, dass es damit zu tun haben könnte, dass sie Engel sind? Ich wüsste nicht, inwiefern das ein Zusammenhang bestehen sollte. Die Engel sind eine der drei großen Arten. Ich dachte, die mächtigsten sind Engel und Drachen. Sie haben bei der Erschaffung Eldarias eine maßgebliche Rolle gespielt. Alle verziehen gleichzeitig das Gesicht. Was denn? Habe ich irgendwas Dummes gesagt? Es ist nur so, dass wir den Begriff große Arten nicht mehr wirklich verwenden. Nach dem weißen Opfer und dem Krieg, der davor herrschte. Lands Ideologie basierte ja auch auf dem Konzept der großen Arten. Auf der Annahme, dass alle Alderianer in ihrer Schuld stünden. Und diese Arten folglich auch das Recht hätten, über das Leben und Sterben der Eldarianer zu entscheiden. Darum haben wir uns von dieser Denkweise losgesagt. Stimmt, wenn man es so sieht, kann ich ihre Beweggründe verstehen. Auf der Erde würde das Fax ohne dem Konzept der Herrscherrasse gleichkommen. Und das letzte Mal, dass ich die Menschen darüber sprechen hörte, war noch ziemlich aus der Mode. Aber welche Bezeichnung verwendet ihr dann stattdessen für sie? Wir sprechen jetzt meistens von den Gründern. Das hat sich durchgesetzt. Es lässt durchklingen, dass sie die Basis für Eldaria-Erschaffung gelegt haben, suggeriert aber nicht, dass sie über uns anderen stehen. Ganz praktisch gesehen betrifft es natürlich vor allem die Fenguans. Ach stimmt ja, die Fenguans. Wenn man bedenkt, dass es außer ihnen nur drei weitere Nachkommen der Gründer gibt, zumindest unserer Information zufolge, und sie hier im Hekyu leben. Aber es ist sozusagen ein symbolischer Begriff. Alles klar, kein Problem, tut mir leid, das wusste ich nicht. Kein Ding. Wir haben auch nicht daran gedacht, dass es dir zu sagen, das Thema kam noch nicht zur Sprache. Aber um zu meiner Frage zurückzukommen, könnte die Tatsache, dass ich Mana sehen kann, nicht damit zusammenhaben, dass ich zu den Gründern gehöre? Die Fenguang sind dazu nicht in der Lage. Jedenfalls habe ich noch nie davon gehört. Ich sehe da nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist das, wie Kron sagt, ein Engelding. Ich wiederhole mich, ich wüsste nicht, inwiefern da ein Zusammenhang bestehen sollte. Und unser Wissen über Engel ist sehr begrenzt, das ist Fakt. Zumal es extrem schwierig ist, mehr über sie herauszufinden. Leifden weigert sich, seine Kräfte einzusetzen und Simona lernt gerade erst, wie man sie benutzt. Ist nicht böse gemeint, Simona. Das ist einfach mein Eindruck. Ich drücke mir den Schultern, sie hat recht. Jeden Tag entdecke ich etwas Neues über meine Kräfte. Mana-Strömungen zu visualisieren gehört möglicherweise dazu. Das ist schwer zu sagen. Die andere Möglichkeit wäre, dass diese Fähigkeit durch euren Aufenthalt im Kristall ausgelöst wurde. Ich persönlich halte diese Theorie für wahrscheinlicher. Auf eine oder andere Weise seid ihr wohl von der Energie des Kristalls geprägt worden. Wie genau das mechanisch funktioniert, weiß ich zwar nicht, aber vom Konzept her kommt es mir logisch vor. Wohingegen ich mit der Engeltheorie so meine Schwierigkeiten habe. So oder so ist es eine unglaubliche Sache, die uns äußerst nützlich sein könnte. Wirklich? Wieso? Wir haben doch schon eine ziemlich klare Vorstellung davon, wo das Mana herkommt. Du hast mit Grundlagenforschung wenig am Hut. Das ist nicht dein Spezialgebiet. Aber für uns, die die Funktionsweise der Dinge wirklich bis ins kleinste Detail verstehen wollen, für uns würde das bedeuten, dass wir keine Experimente oder Tests mehr durchführen müssen. Wir könnten einfach Simona bitten, zu meditieren und uns zu berichten, was sie gesehen hat. Wir sind mittlerweile zwar ganz gut darin, mit dem Mana umzugehen, aber in der Wahrheit sind wir weit davon entfernt, seine wahre Natur zu verstehen. Ehrlich gesagt überfordert mich das alles ein wenig. So blöd, dass du nicht in meiner Garde bist. Ich könnte dich zwingen, die Tests durchzuführen. Wir könnten schon morgen anfangen. Sobald die letzten Salben ausgeliefert wären, könnten wir uns an die Arbeit machen. Ich träume davon, die Welt durch deine Augen zu sehen.
I'm dead. Ich muss an meine Vision des Weltuntergangs denken, an die Tempelritter und Matthews Verurteilung. An meinen Wunsch, endlich Zeit mit Lance allein zu verbringen. Ich habe ihn seit 2 Tagen nicht gesehen. Ich fürchte, dass ich in den kommenden Tagen sehr eingespannt sein werde. Huang Chu stößt einen ungehaltenen Seufzer aus. Natürlich, du bist ja immer eingespannt. Die Garde liegt dir am Herzen. Sie hebt den Kopf, das Funkeln in den Augen erinnert mich an das, ich auch in Karens Blick öfter aufblitzen sehe. Aber wenn das alles mal beendet ist, dann werde ich wissen, wo ich dich finde. Verlass dich drauf. Das bezweifle ich nicht, Huang Chu, ich glaube dir. Wenn ihr mich dann entschuldigen würdet, ich gehe jetzt lieber schlafen. Da es so eben dunkel geworden ist, scheint mir der Moment geeignet. Bist du sicher, dass du nicht noch ein Weilchen bleiben willst? Ich hatte einen langen Tag, ich brauche den Schlaf. Schlaf vielleicht nicht unbedingt, aber ich muss jeden Fall allein sein. In Lons Arme kann ich mich hier leider nicht flüchten. Willst du nicht aufessen? Ist ja noch jede Menge übrig. Ich habe genug gegessen, danke. Der Ruto hat mir eine ordentliche Portion gegeben und du kannst den Rest gerne haben. Na gut, wenn du meinst. Das schöne Essen soll ja nicht verderben. Chrome. Ich schiebe Chrome meinen Teller hin und stehe auf. Na dann, einen schönen Abend noch, Mädels, und dir auch, Chrome. Mal sehen, wie lange der Abend noch dauert. Schließlich konnte die Sonne in 20 Minuten schon wieder aufgehen. Noch ein Grund mehr, schnellstmöglich ins Bett zu gehen. Bis bald. Du musst allein. Eine Weile alleine sollen schlafen oder vertricke die Beine. Nokia. Ich habe Valle Giovanni mein Zimmer vorzufinden, doch der Raum ist leer. Außerdem versuche ich, die negativen Gedanken zu verscheuchen. Die Erinnerung daran, wie der Ozean in Sekundenschnelle verdunstet, wie sich der Wald in Luft auflöst. Der große Turm des Heikyu zerfetzt wie eine Papierkonstruktion. Ich werde die Bilder einfach nicht los. Denk nicht mehr dran, du kannst gerade nichts dagegen tun. Als ich mich ins Bett lege, werde ich plötzlich von einer enormen Einsamkeit überwältigt. Ich bin die Einzige, die die Vision wahrgenommen hat. Ich bin die Einzige, die es weiß. Ich habe mir Huang Chus und Kuris Sorgen angehört und die von Huang Hua. Doch meine eigenen Ängste habe ich mit niemandem teilen können. Ich hasse es, so viel für mich behalten zu müssen. Leftons Geheimnis, Matthews Geheimnis. Wenigstens werde ich Letzteres nicht allzu lange hüten müssen. Außerdem habe ich es satt, meine Beziehung zu Lance geheim zu halten. Ich weiß nicht mal, warum wir uns überhaupt weiter verstecken. Das würde vielleicht Sinn ergeben, wenn wir noch endlos viel Zeit vor uns hätten. Aber genau die ist gerade Mangelware. Und wir haben immer seltener Gelegenheit, miteinander alleine zu sein. Ich habe ihn den ganzen Tag nicht gesehen und gestern auch nicht. Wenn das so weitergeht, sehen wir uns bald nur noch bei Mission. Er ist halt der Chef der Garde.